Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute, liebe Freunde, gibt es mal wieder eine richtig, richtig geile Sache, denn wir werden heute eine Goldfabrik eröffnen. Nachdem wir erfolgreich unsere Diamantfabrik eröffnet haben, werden wir heute mal unsere Goldfabrik eröffnen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen sollte, genau in 3, 2, 1 und jetzt eine positive Bewertung da lassen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass euch das letzte Video so gefallen hat. Leute, und natürlich abonnieren nicht vergessen. Und falls du noch nicht meinen zweiten Kanal CPAD kennen solltest, dann schaut da auch nochmal gerne vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. So, dann Leute, wir haben ein paar Sachen zu tun. Und zwar müssen wir noch ein paar Sachen erledigen, bevor wir unsere Goldfabrik eröffnen, denn uns wurde gesagt, dass wir erstmal 64 Diamantblöcke opfern müssen und dementsprechend müssen wir, ja, ganz kurz unsere Diamantfabrik ein bisschen auf Vordermann bringen, denn bevor wir die Goldfabrik eröffnen können, müssen wir halt noch ein paar Diamanten dort schmelzen. Ich habe das Ganze hier noch versperrt vom letzten Mal, zack, ich gehe dann nochmal ganz kurz rein, hier ist sie ja, Leute. Zack, 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 zack. Das sollten wir aber auch alles klären. Ich mache mal ganz kurz hier ein paar neue Diamanten rein in unsere schöne Fabrik. Wir haben sogar noch zufälligerweise an der Decke Kohle. Also besser geht's doch gar nicht, Leute. Sondern teilen wir das mal ein bisschen auf, würde ich sagen. So, hier ist auch noch was drin. Genau, dann hier auch noch mal ein bisschen rein. Überall so ein bisschen rein, damit wir halt auch, ja, schneller vorankommen. So, und ansonsten, Leute, gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Würde mich zumindest sehr freuen. Und hier haben wir nichts mehr drin. Genau, hier haben wir nichts mehr drin. So, zwei. Also es dauert schon einen kleinen Augenblick, aber es sind ja auch, wie gesagt, ja, ziemlich viele Diamantblöcke. Nur, wir haben halt die Möglichkeit, dadurch, dass wir halt diese wunderschöne Diamantfabrik haben, ist natürlich richtig gut. So, und dann nochmal hier ein paar rein, hier ein paar rein. So, und jetzt ist ansonsten fast alles schon am Durchschmelzen. Okay, hier, aber es geht eigentlich relativ schnell voran, muss man zugeben. Ja, einen kleinen Augenblick wird schon dauern, aber es ist auf jeden Fall akzeptabel für das, was wir rausbekommen, würde ich mal behaupten, oder? Ich denke mal, darauf können wir uns einigen, Leute. So, zack, dann nochmal hier ein paar. Dann verteilen wir es mal auf 4 Öfen, so. Hier passt noch ein bisschen rein. Können wir nochmal so was reinpacken. Ja, hier muss auch nochmal neue Kohle rein. Hier müsste auch neue Kohle rein. Ich habe aber leider keine Kohle mehr. Deshalb sollte ich mal ganz kurz ein bisschen Holz besorgen. Hier, genau. Die Goldblöcke können wir nicht nehmen, da das hier das Portal war vom letzten Mal. Das war ja das runde Portal. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann checkt auf jeden Fall das Video mal ab. Das kam vor circa einer Woche online. Da sind wir in ein rundes Goldportal reingesprungen. Wie gesagt, sehr gerne auschecken. Und so, jetzt haben wir nochmal ein bisschen Holz besorgt. Hier, was mache ich denn gerade da? So, hier einmal rein damit. Hier auch einmal rein damit. Und das geht soweit auch noch. Das geht auch noch soweit. Das geht auch noch soweit. Und ja, ich muss nochmal ganz kurz hier ein bisschen was essen. Okay, wir brauchen nochmal neuen Stoff, sage ich jetzt mal. Zack. Hier werden wir nicht mehr so viel weiterkommen. Hier 51 haben wir schon. Aber wir brauchen 64, das ist halt das Problem. Ah, es dauert ein bisschen. Und wir müssen es am besten noch heute schaffen. Weil das eigentlich nur über Tag klappt. Das mit dem Opfern von Sachen in den goldenen Brunnen. Aber wir schauen mal, wie wir vorankommen, Leute. Sollte aber eigentlich noch machbar sein. So, dann schmeißen wir das hier nochmal rein. Zack, zack, genau. Hier haben wir auch nochmal ein paar Diamanten. Hier auch nochmal ein paar. Okay, jetzt jeden Moment. Es fängt jetzt sogar zufälligerweise an zu regnen. Ich kann schon gar nicht mehr abwarten, Leute. Ich möchte ja, wie gesagt, gerne die Goldfabrik eröffnen. So, 63 und jetzt hier der letzte, 64. Dann haben wir den Stack voll. Perfekt. So, Stack ist voll. Gut, dann müssen wir den Stack jetzt opfern gehen. Und daraufhin bekommen wir wohl einen Goldblock oder Goldingot, ich weiß es nicht mehr genau, Leute. Und diesen können wir dann halt wieder weiterverarbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest hat mir das damals Opa Francesco so gesagt, dass es angeblich so sein soll wie bei den Diamanten, also wie in der Diamantfabrik. Aber gut, schauen wir gleich. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Kohle. Ich würde sagen, wir nehmen auch dann sofort die Kohle mit. Und ich bin eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, verpeilt. Ich habe so viele Diamanten, aber ich benutze immer noch eine Eisenspitzhacke.
Naja, gut, man kann sie ja auch benutzen. Ist ja jetzt auch kein Beinbruch, muss man dazu sagen. Okay, ich denke mal, 16 Kohle haben wir dann auch noch. Sogar 17, 18. Oh, okay, hier ist jede Menge Kohle. 20. Ich schmeiß jetzt mal ganz kurz hier die Diamantblöcke rein. So, heiliger Brunnen, ich bin zurückgekommen, um mein Gold zu bekommen. Und in dem Sinne schmeißen wir einfach mal die ganzen Goldblöcke rein, Leute. Und da sind sie. Alter Schwede, was in diesem Brunnen schon alles drin ist. Da muss man nur einmal reinspringen und man ist Millionär. Also ich will nicht wissen, was da noch so alles drin ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da ziemlich wertvolle Sachen drin sein werden. Gut, ich denke mal, das sollte genug Kohle sein. Das verteilen wir dann gleich auch nochmal. Können wir eigentlich sogar jetzt machen. Zack. So. Okay. Klasse, dann schwimmen wir mal ganz flott zurück und am nächsten Tag sollte es dann soweit sein, dass wir unsere Golderze weiterverarbeiten können in unserer Fabrik. Beziehungsweise, dass wir halt generell erstmal an Gold kommen. Dann würde ich sagen, ich lege mich mal kurz aufs Ohr und ich kann nicht schlafen gehen, weil hier ein paar Monster nebenan sind. Moment mal. Halli, Hallöchen, was soll denn das? Ich möchte schlafen gehen. So, dann jetzt aber. Zack, zack und jetzt immer noch nicht. Wie kann das denn wahr sein? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Wo sind denn hier noch Monster? Ach, da ist ein Creeper. Oh, da muss ich aufpassen. So, jetzt ist er aber tot. Alles klar, dann einmal rein dort und jetzt aber genau. Oh, das tut auf jeden Fall gut hier im Bett. Und ein neuer Tag, Leute. Ein neuer Tag. So, Post haben wir hier aber noch nicht. Und hier. Okay, cool. So, dann würde ich sagen, Leute, ab in unsere Fabrik, ab in unser Labor, würde ich mal behaupten. Und dort machen wir jetzt mal ein paar Experimente. So, erstmal zumachen hier. So, einmal dann, wir nehmen die ganzen Sachen raus. So, jetzt hier Gold rein. Das geht nicht. Leute, okay, das wundert mich gerade ein bisschen. Habe ich irgendwas falsch gemacht oder so? Haben wir hier noch was drin? Ein Goldschwert. Wir versuchen es mal damit aus, aber von wo kommt das Goldschwert? Okay, das geht. Sehr merkwürdig, aber wie man sehen kann, ist es dann wohl doch nicht so einfach wie bei den Diamanten, weil bei den Diamanten konnten wir ganz einfach die Blöcke machen, also die Ingots reinpacken und dann war es schon fertig. Warte mal, können wir das auch mit einer Axt machen? Wir versuchen das jetzt mal mit einer Axt. Nee, geht nicht, weil wir kein Holz haben. Ich nehme jetzt einfach mal noch ein Schwert. Ja, weil wir keine andere Wahl haben. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen Holz holen, weil sonst können wir keine Werkzeuge craften. Da war ein Creeper, das habe ich gesehen. So, jetzt ganz schnell ein bisschen Holz holen. So. Und eigentlich sollte es aber sonst mit den ganzen anderen Sachen gehen. Das wundert mich gerade ein bisschen. So, Moment. Okay, okay, okay. Das heißt, wir bekommen Goldblöcke raus. Wir können aber keine... Wir können das nicht einfach reinpacken, oder? Nee, das geht nicht. Können wir denn... Moment, Moment, Moment. Können wir denn jetzt zum Beispiel... Ich möchte ein... Mal angenommen, wir machen jetzt ein paar andere Sachen. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Sticks erstmal. So, und wir machen jetzt erstmal eine Axt. Wir machen eine Schaufel, eine Hacke, eine Spitzhacke. So, und jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Klappt denn das, Leute? Mit der Hacke klappt es auf jeden Fall schon mal. Das ist doch schon mal was Gutes. Und das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht. Klappt es denn mit der Axt und klappt es denn mit der Schaufel? So, Schaufel klappt und Axt klappt ebenfalls, okay. Das heißt, es ist einfach nur nicht möglich, das mit den mit den Golderzen zu machen. Und wir bekommen aus allen auch einen Goldblock raus. Das ist auch gut, okay. So, Goldspitzhacke klappt auch, ne? Goldspitzhacke klappt auch soweit. Was gibt es denn noch für Werkzeuge? Es wären, glaube ich, alle Werkzeuge gewesen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich immer Werkzeuge craften. Und am einfachsten wäre es eigentlich, oder am besten wäre es, wenn wir uns immer eine Schaufel machen, weil wir dann am wenigsten Gold verschwenden. Aber ja, es ist natürlich deutlich aufwendiger, weil wir halt immer die Sachen craften müssen. Ja gut, was man auch theoretisch machen kann, ist, man kann ganz einfach hergehen und die Sachen beim Händler tauschen. Es funktioniert auf jeden Fall, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt schlimm ist. Ist, wie gesagt, ein bisschen aufwendiger, aber mein Gott. Ich möchte auch so 10 Gold haben, damit ich das nach Hause bringen kann. Das heißt, ich mache jetzt hier nochmal ein paar Sticks fertig, so.
Und dann schmeißen wir das Ganze auch nochmal in den Ofen rein. Haben dann hier unseren Goldblock. Und zack, okay. Dann gehen wir nach Hause. Und ich würde sagen, dann ruhen wir uns erstmal aus. Die Goldfabrik steht soweit. Das ist doch schon mal gut. Und ja. War auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag, würde ich mal behaupten. Und Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall schon mal jetzt eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen, Like nicht vergessen. Checkt meinen Zweitkanal ab. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.